Willkommen alle zusammen. Willkommen zu unserem schönen Vortrag mit den wahrscheinlich meisten Akronymen hier auf der Konferenz. Schön, dass ihr da seid. Wer sind wir? Wir sind Maximilian und Danny. Beide sind wir bei der Deutschen Bahn, bei der DB System als Entwickler bzw. Frontend-Architekt, ist so meine Rolle in einem Team und ja. Genau, ich bin Development Lead des DBX Design Systems bei der Deutschen Bahn. Genau. Und wir wollen gerne mal heute mit einem Zitat starten. Keine Sorge, ich lese es nicht vor im Detail. Vielleicht bloß mal die Headline. Congratulations on the launch of the Web Accessibility Initiative, an effort to ensure that people with disabilities have access to the Internet's World Wide Web. Und dieses Zitat, man sieht es da unten, stammt von Bill Clinton. Und ich würde gerne mal in die Runde fragen, könnt ihr erraten, aus welchem Jahr dieses Zitat stammen könnte? Erstmal, viele junge Menschen, wisst ihr, wer Bill Clinton ist? Vielleicht ordnen wir das kurz ein. Ansonsten, nein, im Ernst, könnt ihr es, habt ihr eine grobe Vorstellung so, aus welchem Jahr könnte das kommen? Relativ visionäre Aussage ja letztlich auch. Grobe Einschätzung, nichts ist hier falsch. Einfach reinhauen, bitte. 2005, boah, schon. Es geht in die richtige Richtung, aber tatsächlich ist es noch ein ganzes Stück älter, ist aus dem Jahr 1997. Und das soll uns zeigen, das ganze Thema Barrierefreiheit ist gar kein neues, auch wenn es irgendwie immer präsenter erscheint heutzutage. Aber das Thema wurde von Anfang an schon mit bedacht. Es war von Anfang an Teil des Internets und genau, wir müssen halt schauen, wie können wir das Ganze umsetzen. Und wir würden heute gerne mal starten, würden einmal kurz das Bewusstsein schärfen, was gehört eigentlich alles zum Thema Barrierefreiheit dazu, wie können wir das Ganze überhaupt umsetzen und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen auf unsere Architektur, wenn wir Anwendungen entwerfen und zum Schluss eben noch auf den Punkt, wie können wir das Ganze überhaupt testen, wie können wir sicherstellen, dass unsere Anwendungen barrierefrei sind. Genau, zunächst mal zum Thema Bewusstsein. Es geht letztlich um die Inklusion aller Menschen, also zunächst mal ein Menschenrecht, es geht um ganz demokratische, soziale Aspekte, die wir hier auch bedienen wollen. Es geht darum, natürlich, dass die Barrieren auch auf ein Minimum zu reduzieren. Eine komplett barrierefreie Software, eine komplette digitale, barrierefreie Lösung ist ohnehin relativ schwierig, aber das, worum es uns unter anderem geht, ist einfach dieses Bewusstsein jetzt mal zu schaffen, durch diesen Vortrag auch eben auch ein paar Aspekte aufzuzeigen, ein paar Unknowns vielleicht auch auszuräumen. Und das ist das, was wir hier eben, worum es uns heute geht. Worum es aber auch geht, ist, das Web ist zunächst mal, all die Standards, die dort definiert wurden, gehen in die Richtung von, das Web ist barrierefrei per se. Es sind in der Regel wir Entwicklenden, beziehen wir uns genauso mit ein aus dem täglichen Leben, die dort Barrieren schaffen. Das ist so ein Grundparadigma, das man vielleicht aber auch mal benennen kann an der Stelle. Genau. Wenn wir über Barrieren sprechen, dann es ist zumindest oft so, dass erstmal viele Leute daran denken, blinde Personen. Ne? Also wie kann ich Anwendungen für blinde Personen zugänglich machen. Aber tatsächlich ist das Thema Barrierefreiheit viel, viel größer. Wir haben es heute Vormittag bei der Keynote gesehen. Dort war so ein Klassiker vom Barrierefreiheitsproblem, und zwar war der Kontrast einfach nicht hoch genug. Ne? Also der Beamer hatte vielleicht nicht so die optimale Darstellungsform. Der Unterschied zwischen Blau und Schwarz konnte nicht gut wahrgenommen werden. Und letztendlich hat man dann irgendwie diese beiden markierten Buttons auf der Folie überhaupt gar nicht sehen können. Das ist ein Thema, was mit Barrierefreiheit zu tun hat. Genau. Wir wollen euch nochmal einen Einblick geben. Es ist tatsächlich, wir wischen uns selbst natürlich auch in der täglichen Arbeit immer mal wieder mit dabei, dass es in der Regel um Menschen mit Seheinschränkungen geht, um Menschen, die jetzt beispielsweise eine Blindheit halt haben. Es sind viel, viel mehr Aspekte. Also wir teilen das generell ein in permanente, temporäre und situative Einschränkungen, die bestehen können. Denn es kann bereits sein, dass irgendwie ich in einer Umgebung bin, in der ich zum Beispiel eine relativ starke Sonneneinstrahlung habe, oder ich habe mein Kind auf dem Arm, habe tatsächlich nur einen Arm frei, um mein Gerät eben zu bedienen. Es sind ganz, ganz verschiedene Aspekte mit dabei. Es können eben auch Krankheiten sein, es kann auch ein Unfall sein, der sich darauf bezieht. Es kann aber eben auch sein, dass wir einfach alle älter werden und tatsächlich heute die Software bauen, die wir in 10, 20 Jahren im Endeffekt bedienen. Wir haben es heute auf einem Vortrag gehört zur Corona-Warn-App, da wurde gesagt, irgendwie die läuft jetzt 2 Monate, am Ende waren es 3 Jahre. Wir wissen es alle im Endeffekt, wir kennen alle genau diese Beispiele von Software, die länger läuft, und genau deswegen sollten wir uns heute auch damit beschäftigen. Genau.
Und das ganze Thema ist natürlich auch relevant, weil wir auch einen gewissen rechtlichen Rahmen haben. Ne? Also wir haben zum Beispiel das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, was eben darauf einwirkt, aber auch europäische Richtlinien wie den European Accessibility Act, der dann wiederum in deutsches Recht umgesetzt wird mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und das gilt eben für alle digitalen Produkte und Dienstleistungen, die wir entwickeln. Und bisher ist es so, wir befinden uns gerade noch in so einer Übergangsphase, wo das ganze Thema zwar, also das Gesetz ist schon da, es ist schon eigentlich verpflichtend, aber wir haben noch so eine Übergangsphase bis 28. Juni 2025. Aber wenn wir mal ehrlich sind, 28. Juni 2025, das ist nicht mehr lange hin, ne? Und bis dahin müssen wir es schaffen, alle öffentlich verfügbaren digitalen Produkte und Dienstleistungen eben tatsächlich barrierefrei zu gestalten und umzusetzen. Und wenn wir internationale Produkte entwerfen, kommt noch hinzu, dann gelten auch noch mal andere Regulatorien, zum Beispiel für den US-Markt oder eben für völlig andere Regionen der Welt. Ne? Dann gibt's noch mal, da wird es noch mal komplexer. Genau. Wir haben euch hier ein paar weitere Informationen mit draufgepackt. Wir werden es nicht durch alles durchgehen, aber so die das grobe Clustering ist halt der obere Teil, gerade die IAA, da geht es konkret um Konsumerprodukte. Und AGG ist insbesondere halt ein deutsches Gesetz, das eben auch betrieblich angewandt werden kann. Da geht es im Moment darum, dass es dort auch eben auch potenziell erste Präzedenzfälle gibt, bei denen tatsächlich Mitarbeitende gegen den Arbeitgeber eben auch klagen könnten, gegebenenfalls durch weitere Organisationen, wenn sie halt tatsächlich eine Software vorgestellt bekommen, die sie halt wirklich nicht bedienen können. Das nächste Thema ist einfach mal so den groben Überblick, was sind eigentlich die Organisationen, die jeweils dahinter stehen. Also ganz groß natürlich die W3C, die wir alle kennen, zumindest diejenigen, die im Webumfeld arbeiten. Da hatten wir heute auch so die erste Umfrage, relativ bekannt. Darunter gibt es die WAI, die Web Accessibility Initiative, und die veröffentlicht die sogenannte WCAG, das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Das sind 60 einzelne Schritte, glaube ich, 60 einzelne Aspekte, Success Criterias. Genau, die konkret quasi benennen, das ist auch gerade jetzt ganz aktuell eine Aktualisierung nochmal gekommen, da kamen 7 neue Features entsprechend mit rein, 7 neue Success-Kriterien mit rein, die konkret bedingen und ein gewisses Mengengerüst ausmachen, anhand derer man sein digitales Produkt, insbesondere eben in dem Umfeld Webanwendungen, dann auch konkret bedienen kann. Eine wichtige Sache, die wir ganz am Anfang nicht gesagt hatten, wenn zwischendurch Fragen sind, gerne auch schon zwischendurch einfach mal irgendwie Handmeldungen, können wir gerne unmittelbar darauf eingehen, das ist mal irgendwie blöd, ewig drauf zu warten. Genau. Eins weiter. Und das Ganze, die WCAG-Prinzipien sind im Prinzip die wichtigen Aspekte, worauf wir uns als EntwicklerInnen berufen können, die wir umsetzen müssen, die sich eben dann auch wiederum in den verschiedensten Gesetzen widerspiegeln. Und diese Prinzipien sind nochmal, diese Kriterien sind in 4 verschiedene Prinzipien unterteilt. Das eine ist das wahrnehmbar, also Informationen und Bestandteile müssen eben präsent sein, sie müssen wahrgenommen werden können. Unsere Anwendung muss bedienbar sein, das heißt, wir müssen unsere Navigationselemente erreichen können, wir müssen Buttonklicks durchführen können und das Ganze eben auch, und das kommen wir auch zum Thema Robustheit, eben auch nicht nur mit Maus oder Tastatur, sondern auch zum Beispiel mit Technologien, assistiven Technologien wie Screenreadern. Und eben auch die Informationsarchitektur oder die Informationen auf der Website sind auch total wichtig. Sie müssen eben verständlich sein, letztendlich so, dass jeder eben verstehen kann, was soll das Ganze eigentlich aussagen, wie komme ich vielleicht zum nächsten Element, Menüpunkt, wie auch immer. Genau. Das Ganze clustert sich dann in sogenannte, oder diese gesamten Success-Criteria clustern sich dann in 3 Konformitätsstufen. Das heißt, es geht zunächst einmal darum, dass der allergrößte Teil in der Konformitätsstufe A ein größerer Anteil dann oder ein etwas kleinerer Anteil so herum in der AA und der ein ganz geringer Teil bisher so 2 Kriterien innerhalb der AAA drin sind. Warum ist das wichtig? Weil das teilweise dann halt wirklich gesetzlich auch festgelegt ist. Das heißt, insbesondere Behörden, staatliche Anwendungen, staatliche Webseiten, die sind halt konkret beispielsweise gegen die AAA, also damit gegen alle Success-Kriterien auch zu bewerten, wenn es darum geht, dass man konkret sagt, eine Anwendung ist barrierefrei oder nicht barrierefrei. Und zumindest wir jetzt bei der Bahn beispielsweise aus dem Bereich der Privatwirtschaft oder eben auch andere Unternehmen aus der Privatwirtschaft, da ist es dann gesetzlich vorgeschrieben, dass eben die AA dort konkret gilt. Ja, bitte eine Frage. Genau, ich wiederhole die Frage gerade mal, also jetzt auch für die Streaming-Teilnehmer. Die Frage war, ob absehbar ist, ob das auch auf AAA geht. Wir würden davon ausgehen, dass es nicht dazu kommt. Also AAA sind dann wirklich Thematiken, die, ich würde mal sagen,
ja einen sehr, sehr hohen Grad an Barrierefreiheit ausmachen. Sind auch tatsächlich jetzt aus dem bisherigen, aus der 2.1 WCAG waren das nur so zwei Kriterien, die ich nicht auswendig wüsste leider, aber die wirklich einen sehr, sehr hohen Grad dann eben ausmachen, den ich bei Behörden total verstehen kann, den man aber der Privatwirtschaft einfach so aus so einem, ja, letztendlich natürlich auch Investoren quasi nicht auferlegen kann. Das ist so das, was wir so aus dem Gesetzgeber europäische Ebene etc. gehört haben. Genau. Sehr gern. Ja, bitte. Entschuldigung, ob das ist eine gute Frage. Ich vermute, dass man bei Benin, also dass die EAA ist zunächst mal wirklich der Konsumeranteil. Die Behörden sind quasi noch über andere Gesetze dazu verpflichtet und das, was wir jetzt über das AGG haben, ist wirklich Arbeitnehmer gegenüber Arbeitgeber. Das heißt, in dem Fall hätte ich wahrscheinlich tatsächlich, ja, hätte ich wahrscheinlich wirklich nur die Auslegung über das AGG, bei der wir aber auch keine Präzedenzfälle haben. Das ist im Endeffekt so neu, dass wir dazu noch nicht was sagen können. Die Politik ist aber, oder wir haben jetzt über verschiedene Netzwerke auch mitbekommen, dass die Politik sich dessen bewusst ist und dass sie das nochmal nachschärfen will im Endeffekt. Beantwortet das die Frage? Ich befürchte, also zumindest ist der Bereich so neu, also in Bezug auf Behörden, beziehungsweise auf Behörden haben wir jetzt einfach nicht direkt auch die Erfahrung, dadurch, dass die Bahn jetzt in dem Fall als privatwirtschaftliches Unternehmen gilt, hatten wir uns jetzt nicht stärker damit beschäftigt, aber ich befürchte, es braucht dann nochmal weitere Recherche, genau. Ja. Genau. Vielleicht noch als Ergänzung, diese Konformitätsstufen sind letztendlich von der WAI, ne? Also das heißt aus dem W3C von der WAI veröffentlicht. Die haben erstmal keine enge Kopplung sozusagen an den Gesetzestexten, ne? Aber eben die orientieren sich daran. Ne? Genau. Okay. Dann, genau, das erstmal so zum Thema Awareness. Jetzt fragen wir uns, wie können wir das Ganze eigentlich umsetzen? Was haben wir denn für Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass unsere Anwendungen barrierefrei sind, dass sie barrierefrei bleiben? Was ist da so das A und O? Genau, und dann der allerwichtigste Aspekt bei der Umsetzung unserer Templates letztendlich, unseres HTMLs sozusagen, ne, unserer Websites, ist, dass wir semantisches HTML verwenden. Das heißt, dass wir den HTML5-Standard, der uns ein sehr breites Spektrum an Elementen bietet. Das sind tatsächlich 140 verschiedene HTML-Tags, die ich auch nicht alle auswendig kenne, die wahrscheinlich keiner komplett auswendig kann oder nur sehr wenige. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein, dass es eben deutlich mehr gibt als irgendwelche Divs oder Spans, sondern eben Buttons und eben Elemente, hinter denen eine gewisse Bedeutung steht, eine gewisse Semantik, die eben nicht nur Struktur in meinem Dokument schaffen oder einen Style, sondern die etwas aussagen. Genau, und dadurch, dass man dann konkret diese Semantik nutzt, hat man dann eben auch die Möglichkeit, dass natürlich auch technische Tools, wie eben beispielsweise Screenreader, das dann konkret verstehen, aber eben auch andere Software, zum Beispiel gibt es Menschen, die eben über Sprache solche Webseiten steuern und auch in dem Fall ist es dann halt notwendig, dass die Maschine das Ganze versteht und gerade dafür brauchen wir eben zum Beispiel solche Semantik. Wir haben jetzt hier mal einen relativ einfachen Entscheidungsbaum aufgemacht, der einfach aussagt, dass von diesen 140 Elementen, man kann sich da einfach mal durchlesen im Endeffekt, was es da alles gibt, das ist eben auch schon eine ganze Menge, dann sollte man es ja auch wirklich nutzen, wenn es tatsächlich dieses Element gibt. Wenn es es nicht gibt, einfach nochmal durchlesen, es ist tatsächlich total spannend, gerade MDN hat ja eine richtig gut geschriebene Dokumentation im Endeffekt auch, die beschreiben das tatsächlich jetzt besser als so die W3C, natürlich die eigentlichen technischen Dokumentationen. Und wenn dem nicht so ist, kann man sich das nochmal angucken, aber was wirklich wichtig ist, es gibt halt eben im Endeffekt auch noch die sogenannten ARIA, darauf werden wir nochmal eingehen. Das ist die Möglichkeit, bestehendes HTML nochmal weiter anzureichern, über Rollen, über Landmarks. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit für Elemente, die noch nicht standardisiert wurden, also zum Beispiel Tabs, um da mal so ein bisschen vorzugreifen, ist eine Möglichkeit, konkret die durch eine Rolle auszuzeichnen und die können dann eben auch konkret verbalisiert werden, die können dann zum Beispiel in dem Fall per Screenreader beispielsweise angesagt werden. Und das ist so der Vorteil, der sich hier speziell nochmal aus diesem Bereich ARIA dann entsprechend ergibt. Genau. Und ein Teil eben dieser ganzen HTML-Tags, dieses HTML5-Standards, sind eben auch die Landmarks. Und die Landmarks, die gibt es eben auch tatsächlich als einzelne Elemente. Und die sorgen dafür, dass meine Anwendung in grobe Bereiche unterteilt wird.
Und zwischen diesen Bereichen kann ich zum Beispiel, wenn ich eine assistive Technologie wie einen Screenreader nutze, kann ich halt sehr gut hin und her springen. Ne? Also es gibt auch noch andere Varianten, andere Möglichkeiten. Ich kann so versteckte Skip-Links machen oder so. Aber das ist alles eigentlich gar nicht notwendig, wenn wir uns an den HTML5-Standard halten, wenn wir die Landmarks nutzen, eine gute Struktur unseres Dokuments von vornherein vornehmen, dann haben wir schon mal einen sehr guten Ausgangspunkt für Barrierefreiheit. Genau, das ist so ein Beispiel, das ist tatsächlich dann eben auch möglich, sich als Screenreader-Nutzender einen Überblick über das gesamte Dokument dann geben zu lassen und konkret an diese Punkte auch hinzuspringen. Früher haben wir insbesondere eben auch Sprunglinks mit eingefügt in unseren Seiten. Jetzt kann ich konkret sagen, ich möchte gerne auf den Main-Bereich, auf den Footer-Bereich springen. Und das ist eben die Ertüchtigung der Website, die wir dadurch dann ermöglichen, dass wir konkret diese Landmarks einfügen. Dasselbe haben wir mit den Headlines, auch bei den Headlines, auch hier wieder vielleicht nochmal so der Fokus in Richtung Screenreader in dem Fall, aber eben da sehr, sehr deutlich, konkret kann ich mir neben den Landmarks, neben den Möglichkeiten der oder neben der Struktur der Seite eben dann auch beispielsweise eine Übersicht aller Headlines ausgeben lassen. Das heißt, alles, was wir ein Stück weit wahrnehmen, visuell wahrnehmen, vielleicht auch gestalten in Richtung einer Headline, kann auch gerne eine von den 6 Headline-Typen sein und ermöglicht dann eben auch tatsächlich Menschen, diese in diesem Dokument leichter zu explorieren. Genau, und auch hier wieder noch die Anmerkung, wenn es eine Headline ist, bitte eine Headline verwenden als Element, weil nur dann ist eben auch die Aussagekraft, die Semantik dahinter und letztendlich diese hierarchische Abfolge der Struktur dieser Headlines muss halt eingehalten werden, weil das ist letztendlich wie, ihr könnt euch vorstellen, ihr schlagt ein Buch auf, ne, ihr habt da euer Inhaltsverzeichnis und da erwartet ihr ja auch nicht, dass dann irgendwie so große Lücken dazwischen sind oder dass ihr auf Überschriftenebene 5 beginnt oder so. Ne? Genau. Genau, das Thema Listen ist auch ganz interessant. Da ist es eben so, dass manche HTML-Elemente stehen auch in Bezug zueinander. Ne? Das heißt, ich kann so zum Beispiel Listenelemente, also LIs, zum Beispiel nur in Menüs, in OLs oder ULs verwenden. Und dieser Bezug ist eben wichtig, weil ich darf zum Beispiel nicht eine Ordered List direkt innerhalb einer Ordered List packen. Ich muss die dann in einem Listenelement wieder darunter packen. Und genau, das ist gerade bei diesen Listenelementen ein relativ wichtiger Aspekt eben, dass man da auch gut durchnavigieren kann. Und da kommt es eben oft auch zu Unsicherheiten und da können wir gerne mal das Tool, das ist ein Online-Tool, Can I Include, empfehlen. Da kann man einfach mal nachschauen, da gibt man sozusagen das Parent-Element ein, das potenzielle Child-Element und dann sagt einem das Tool, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt und warum ist es nicht erlaubt. Genau, wir haben dasselbe Thema mit Buttons und Links und das ist vielleicht so der Hauptteil, den wir immer mal wieder sehen. Also das heißt, wir sind tatsächlich nicht nur in der Entwicklung tätig, sondern wir testen teilweise auch Anwendungen der Deutschen Bahn intern oder sind als internes Team auch teilweise damit für zuständig. Und das, was wir natürlich relativ schnell so sehen, gerade im Bereich von JavaScript-Events, JavaScript-Event-Bindings, Click-Event-Händler, die gesetzt werden, es ist enorm hilfreich, die trotzdem nicht einfach auf irgendwie einen abstrakten Div-Tag zu setzen, sondern tatsächlich auch hier wieder ein Button-Element zu nutzen oder eben die Differenzierung zwischen einem Hyperlink und Button auch korrekt anzuwenden, weil die einfach ein unterschiedliches Navigationsverhalten haben, auch eine unterschiedliche Nutzendenerwartung im Endeffekt haben. Und deswegen ist es eben so wichtig, da durchaus auch tatsächlich die nativen Elemente auch einzusetzen, wie wir es eben gerade schon hatten bei den anderen Aspekten. Dann springen wir gerade mal. Genau. Das Thema Outlines ist auch etwas, was häufiger mal vorkommt, dass gerade auch vielleicht aus der Designrichtung gesagt wird oder vielleicht der Product Owner sogar fragt, warum sieht man denn da eigentlich so eine komische blaue Linie außen um den Button herum? Mach die mal weg. Bitte nicht wegmachen. Genau, also das ist eigentlich so, das sollte man auf keinen Fall machen, diese Outline komplett entfernen. Was möglich ist, ihr könnt die Outline umstylen, ihr habt Möglichkeiten wie zum Beispiel da einen kleinen Offset zu setzen, das sieht man auf der linken Grafik relativ gut, dass da eben so ein kleiner Abstand ist oder eben eine andere Farbe zu verwenden, die aber dann eben auch bitte nochmal prüfen auf Hintergrundfarbe sozusagen, ne? Vielleicht auch Light Mode, Dark Mode nochmal testen. Das ist relativ wichtig, weil diese Outline ist eben dafür da, wenn ich eben tatsächlich mit der Tabulator-Taste mich durch die Anwendung klicke, dass ich eben sehe, welches Navigationselement, welcher Button ist gerade fokussiert, wo kann ich draufklicken, wo nicht. Und deshalb sollten wir die auf keinen Fall entfernen.
Genau, wir haben ja heute auch so ein Stück weit über die Unknown Unknowns gesprochen, einfach euch auch nochmal einen Einblick zu geben, was gibt es da draußen alles an Einschränkungen. Es gibt auch Nutzen, die beispielsweise den sogenannten Windows High Contrast Mode oder ein Äquivalent beispielsweise im Firefox dann entsprechend aktivieren, um einfach ein höheres Kontrastverhältnis der Website zu erreichen. Und wenn wir hier gerade so eine Outline zum Beispiel wirklich deaktivieren über Outline None, aber das ganz große Problem, dass dann tatsächlich der Browser das selbst nicht mehr überschreibt, dann ist die wirklich einfach weg sozusagen. Das, was man in diesen Fällen macht, jetzt einfach mal, um da ganz kurz tief einzusteigen, wäre dort beispielsweise die Farbe dann wirklich auf Transparent zu setzen, damit der Browser eben entsprechend auch diese Überschreibung noch vornehmen kann. Als einer der kleinen Aspekte jetzt hier drin konkret. Wir sind schon ein weiter, genau. Das nächste Thema ist insbesondere bei so Icon-Buttons. Da gibt es sicherlich auch insgesamt wahrscheinlich einen relativ großen Umfang so in Bezug auf UX. Nochmal, wie bewerte ich das, dass ich durchaus bei einem Icon-Button potenziell in der Regel einen Text haben sollte. Damit wollen wir uns jetzt mit allgemeiner UX heute nicht so sehr beschäftigen. Auch wenn wir eine Meinung dazu haben, es ist sicherlich leichter verständlich. Wenn ich es aber tatsächlich ausblenden will, sollte ich eben nicht darauf verzichten, tatsächlich dort beispielsweise gar keinen Text einzupflegen, sondern sollte man mindestens über das Title-Attribut eben konkret dort für Pointer-Device, also insbesondere die Maus, auch nochmal einen Alternativtext mit anbieten. Parallel aber, weil insbesondere Screenreader diesen Text potenziell nicht auslesen, dann eben auch nochmal ein ARIA-Label. Das heißt, da sehen wir das erste Mal jetzt so eben auch diese ARIA-Elemente nochmal im Weiteren, neben den Landmarks eben gerade konkret ein ARIA-Label zu hinterlegen, weil damit eben durchaus ein Alternativtext auch transportiert werden kann. Die andere Alternative ist konkret jetzt hier diese SR-Only-Klasse. Das ist natürlich nur eine abstrakte Klasse, hinter der dann potenziell eben weiteres CSS liegt, das man sich auch relativ leicht über Suchmaschinen raussuchen kann und das dann eben ermöglicht, dass der Text visuell versteckt wird, aber eben für Screenreader-Nutzende noch auslesbar ist. Und wir haben noch eine Frage. Ja, genau, sehr gerne. Die Frage war, ob wir ARIA kurz erläutern können. Wir haben das... Genau, das bedeutet Accessible Rich Internet Applications. Genau. Das ist die Langform, genau. Und das ist im Endeffekt eine Erweiterung des Standards um weitere Definitionen, Erweiterung um des Schematas, sodass wir da einfach quasi weitere Rollen haben. Wir werden aber gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Genau. Aber genau, gute Frage. Und wir wollen uns auch gerne nochmal diese SR-Only-Klasse, weil die tatsächlich sehr häufig findet man die auch in verschiedenen UI-Frameworks, manchmal auch mit Visually Hidden beschrieben. Diese Klasse, da steckt so ein bisschen anfänglich, wenn man draufschaut, denkt man sich, was ist denn das für eine Magie? Warum ist das eigentlich so lang? Die wollen wir vielleicht mal kurz beläutern, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben, um überhaupt Dinge zu verstecken. Na, also wir können zum einen, können wir sagen, wir wollen speziell Elemente für Screenreader verstecken. Na, dann können wir das zum Beispiel über dieses ARIA-Hidden-Attribut machen. Dann würde das entsprechend ein Screenreader zum Beispiel eben nicht vorlesen, den Inhalt sozusagen nicht mitteilen. Wir können es auch für alle verstecken. Dafür gibt es dann das normale sozusagen Hidden-Attribut. Oder wir können es eben über CSS für alle verstecken, indem wir es auf Display None machen. Wenn wir das aber jetzt, wenn wir nochmal zurückdenken an den Icon-Button mit dieser SR-Only-Klasse, da ist es eben so, ich gehe nochmal ganz kurz eine Folie zurück, da ist es eben so, dass in diesem Button-Element ja trotzdem ein Text steht. Ne? Aber wir sehen ihn da oben gar nicht auf dem Button. Und was diese CSS-Klasse in dem Fall macht, und das ist halt ein häufiges Pattern tatsächlich, diese oberen vier Zeilen, also im Prinzip wird das Element ganz klein geschrumpft auf einen Pixel. Danach dieses Clip sorgt dafür, dass alle Visualität entfernt wird, also Hintergrundfarbe etc. Und das Whitespace No Wrap wiederum sorgt dafür, dass der Text nicht umbricht innerhalb dieses ganz, ganz kleinen Ein-Pixel-Elements, sodass ein Screenreader letztendlich für einen Screenreader ist das so, als würde da ganz normal Text stehen, den man aber nicht sieht als Sehender. Genau, dann haben wir noch die Alt-Attribute auf den Bildern. Wir haben euch ja jetzt schon verschiedene Sachen gezeigt, bei denen es einfach darum ging, quasi durchaus bei so einem Icon-Button beispielsweise eben auch Alternativtext noch bereitzustellen. Das ist bei den Bildern exakt genauso. Es geht auch hier darum zu sagen, was macht dieses Bild konkret aus, weil das eben durchaus für Nutzende, eben in dem Fall insbesondere wieder Screenreader-Nutzende, dann nochmal relevant ist, eben zu wissen, was ist auf diesem Bild präsent. Es gibt eben auch natürlich genauso dekorative Bilder, die beispielsweise nur eingesetzt sind, die jetzt nicht wirklich relevant sind. Und in dem Fall würde man beispielsweise dann einfach das Alt-Attribut leer lassen. Hier haben wir noch ein schnelles, super lustiges Meme, weil wir einfach Memes lieben, gehen aber ganz schnell weiter jetzt auf jeden Fall. Denn diese relativ viele dieser Aspekte lassen sich auch inzwischen ganz gut tatsächlich über die IDEs
abtesten. Auch hier wieder, wir werden gleich nochmal in einem weiteren Teil auf die Testmöglichkeiten eingehen. Aber eben da ist tatsächlich relativ niederschwellig direkt in der IDE eine Möglichkeit. Hier haben wir jetzt konkret natürlich einfach mal Visual Studio Code genommen. Eben eine Standardsoftware von X, in dem Fall der Accessibility Linter, der über Plugin dann halt ermöglicht, solche Hinweise direkt beim Coding dann auch zu bekommen. Genau. Und für React-Fans noch kleine Anmerkung, es funktioniert auch bei JSX. Genau, also der kommt tatsächlich auch mit Teil-Templates klar, mit kompletten HTML-Templates oder eben auch mit JSX. Und einen ähnlichen Punkt haben wir im Prinzip bei Audio-Video. Ne? Also bei Audio-Video ist es eben auch so, letztendlich nicht jeder kann unser Video sehen, nicht jeder kann sich vielleicht unsere Audiodatei, die wir auf unserer Website einbetten, anhören. Deshalb ist es eben wichtig, da auch Untertitel zu hinterlegen. Und das Ganze können wir auch für verschiedene Sprachen zum Beispiel machen. Ne? Also wenn ich vielleicht auch verschiedene Tracks sogar habe für verschiedene Sprachen, also zum Beispiel verschiedene Audiodateien, die etwas beschreiben, dann sollte ich eben auch für beide, wenn ich jetzt zwei Sprachen habe, zum Beispiel für beide entsprechend auch da die entsprechenden Untertitel mit dazu packen. Genau, das, was dann auch immer noch mal wieder relevant ist, ist eben insbesondere Nutzenden darauf hinzuweisen, wie eine Anwendung tatsächlich bedient werden kann. Beispielsweise eben auch Nutzenden, die jetzt zum Beispiel nicht über eine Maussteuerung verfügen können oder aufgrund motorischer Einschränkungen eben tatsächlich nicht die Möglichkeit haben, jetzt beispielsweise die Maus zu nutzen. Das heißt, hier wäre halt auch unser Vorschlag entsprechend dann konkret beispielsweise innerhalb von der Tabelle aufzuzeigen, wie kann eine Sortierung, wie kann eine Filterung vorgenommen werden durch andere Möglichkeiten, durch in dem Fall zum Beispiel konkret eine Tastaturbedienung. Genau, da sehen wir auch nochmal diesen Anwendungsfall nochmal für diese SR-Only-Klasse. Ne? Also im Prinzip, wir haben eine Gesamtbeschreibung für unsere Tabelle, die ist sowohl für sehende Personen interessant, die auch sofort sozusagen wahrnehmen können, wie kann ich da sortieren, was kann ich da filtern. Aber wir können eben auch nochmal Teile dieser Beschreibung eben auszeichnen, die dann nur für einen Screenreader zum Beispiel vorgelesen werden, der dann nochmal detaillierter erklärt, wie kann ich jetzt zum Beispiel mit meinem Screenreader da drin navigieren, was muss ich dafür eigentlich tun? Gibt es vielleicht spezielle Tastenkombinationen, um in der Tabelle irgendwie zu filtern, zu navigieren? Da hinten gibt es eine Frage. Genau, die Frage war, inwiefern wir beraten dahingehend, dass Anwendungsverantwortliche oder Anwendungsentwicklende konkret dort jeweils auch die, nicht nur die technische Ertüchtigung, sondern eben auch natürlich Contentproduktion, also die ganzen Formulierungen noch entsprechend hinterlegen. Es ist tatsächlich, also das war die Frage, schnell zusammengefasst die Frage noch, wir geben es als Empfehlung unbedingt aus und wir sind auch tatsächlich innerhalb des Konzerns relativ gut und in einem engen Sparring dann mit den Entwicklenden zusammen dann eben auch über diese Probleme zu sprechen. Teilweise sind es aber natürlich auch Priorisierungen notwendig. Also es geht natürlich trotzdem auch zu sagen, du hast hier irgendwie eine low-hanging fruit, du hast hier irgendwie komplett unbeschriftete Labels im Endeffekt. Das ist vielleicht relativ leicht zu lösen. Eine Tabelle ist natürlich auch so mit die, oder eine relativ komplexe Komponente mit Filterungen, mit Sortieren. Das ist irgendwie immer was, mit dem man größere Probleme hat. Wenn es hier tatsächlich natürlich dann nochmal darum geht, auch erweiterte Kontrollmöglichkeiten zu etablieren, dann ist das ja schon so die Königsklasse. Also da sagen wir dann schon, da gibt es gegebenenfalls Abwägungen. Aber wir reporten es durchaus, weisen darauf hin und dann hat es natürlich auch so einen gewissen Rattenschwanz, dass man wirklich auch nochmal Formulierungen dafür braucht etc. Dennoch auch die, vielleicht hier nochmal so dieser ganz schnelle Aspekt, teilweise geht es bei diesen Alternativtexten natürlich auch um Menschen, die jetzt beispielsweise eine Sprachsteuerung nutzen, um so eine Internetseite zu bedienen. Also am Ende sind es ein paar Zielgruppen und das ist dann das, was wir zumindest jetzt so innerhalb der DB durch Selbstverpflichtung und AGG dann mindestens mal empfehlen in Richtung der Anwendung. Ja. Aber einfach ist es nicht klar. Ich verstehe den Punkt, sagen wir mal. Ja. Es ist leichter als Tester. Genau. Ja, bitte. Wenn man das jetzt nicht wüsste, wenn man denkt, so, wo steht das da? Und diese Aria-Vermute, die haben ja schon einen speziellen Zweck. Also, wann benutze ich das eine oder das andere?
Wie fasse ich die Frage zusammen? Um die Frage nochmal zu wiederholen, denn die Frage war letztendlich, wie entscheiden wir, wann brauchen wir sozusagen ARIA-Attribute und wollen gewisse Dinge wirklich nur für Screenreader explizit anzeigen und wann ist es vielleicht auch für alle relevant, oder? Achso. Die Frage ist quasi, welchen Aspekt wir diskutieren bei den Schaltflächen eben. Ach so, genau. Soll ich davon was wiederholen? Es ist ein Hack, wiederhole ich vielleicht mal diesen Teil ganz kurz nur. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was man am Ende des Tages tatsächlich dort bewertet. Wir hatten eben diese Schaltflächen. Da ist noch relativ leicht quasi erkennbar. Ich blende den Text komplett aus. Ich habe nur irgendwie ein Icon. Da könnte ich schon allgemein sagen, aus dem Bereich der User Experience, da will ich vielleicht ein Title-Attribut hinterlegen. Da will vielleicht jemand mit der Maus drüber fahren. Da will ich vielleicht anzeigen, was bedeutet dieses Icon, einfach um relativ leicht aufzuzeigen, was macht dieses Element aus. Ich will vielleicht einen Tastatur-Shortcut nochmal mitgeben und das wäre für mich auch der Übergang jetzt zu diesen Keyboard-Shortcuts. Tatsächlich ist ganz viel bei Barrierefreiheit auch immer wieder eine Erweiterung, die auch für Menschen, die der jeweiligen Einschränkung, die wir da vielleicht denken, gar nicht unterliegen, dass ich dort tatsächlich auch noch meine Arbeitserleichterung ausmache. Also wenn ich mir die eine oder andere komplexere Anwendung vorstelle, dann will ich die nicht immer nur mit der Maus bedienen, dann habe ich durchaus durch die Kenntnis, dass es dort gewisse Shortcuts gibt, auch als jemand, der jetzt die Maus bedient oder regelmäßig nutzt, dennoch ja einen Vorteil beispielsweise dabei. Und das ist jetzt so das Beispiel gewesen, sehr simplifiziert, das würden wir jetzt über SR-Only quasi nur aussteuern in Richtung Maschinenlesbarkeit, dann potenziell Screen wieder vorgelesen etc. pp. Könnte ich aber natürlich auch im sichtbaren Bereich darstellen. Deswegen ist das jetzt ein ganz schneller Versuch von der Antwort auf die Frage. Ich hätte fast vorgeschlagen in Bezug auf die Zeit, wir diskutieren es vielleicht nachher nochmal weiter, das war so ein ganz schneller Abriss vielleicht nur im Zweifel. Ich hoffe, es passt so, alles ganz schneller. Vielleicht noch ein Aspekt bloß dazu, gerade auch der Punkt mit Keyboard-Shortcuts und so, ne? Das ist zum Beispiel auch so für Power-User interessant. Ne? Stellen wir uns mal alle vor, wir haben vielleicht alle auch schon mal eine Online-IDE genutzt und als EntwicklerInnen kennen wir eben auch so Standard-Shortcuts, die wir gerne mal drücken. Die drücken wir unterbewusst, ne? Aber wenn die nicht da wären, würden wir sie vermissen. Ne? Und das ist eben auch ein Teil Barrierefreiheit. Es kommt auch ein bisschen auf die Zielgruppe an. Ne? Also der Übergang zwischen Barrierefreiheit und UX ist in manchen Bereichen auch so ein bisschen schwammig, aber es kommt halt allen irgendwie zugute. Ne? Genau, wir haben jetzt noch ein paar wenige Beispiele, bevor wir eben auch nochmal weiter rübergehen zum Testen. Aber ich finde, das sind immer so ein paar Sachen, die relativ sichtbar sind, die auch aufzeigen, dass sich unter anderem auch bei der W3C in Bezug auf den HTML-Standard eine Menge entwickelt, dass die mehr standardisieren als das, was wir früher beispielsweise über Fremd-Libraries gemacht haben, was wir dort eben über irgendwelche Libraries aus dem Internet tatsächlich inkludiert haben. Wobei das kommt erst auf dem nächsten Slide, sehe ich gerade. Genau, jetzt haben wir noch die Diagramme, aber da gehe ich einfach ganz schnell drüber. Worum es teilweise eben auch geht, je nachdem, wie das jetzt technisch umgesetzt wird, was wir hier sehen, also ein konkreter Graph, ob das jetzt beispielsweise ein Canvas-Element ist, auf dem ich nur per JavaScript draufzeichne und dann tatsächlich alle Informationen eben intransparent wären für eine Maschine, die das Ganze verbalisieren und zum Beispiel nochmal einen Screenreader weitergeben sollte, wäre es hier halt relevant, das Ganze auch nochmal in einem anderen Darstellungsmodus auch entsprechend anzuzeigen. Gerade Tabellen sind eben zum Beispiel von auch hier wieder Screenreadern sehr gut auslesbar, sehr gut eben entsprechend auch mitteilbar. Und das ist so dann nochmal so ein Aspekt, der einfach aufzeigt, hier hat dann neben dieser einen Visualisierungsform jemand eben auch nochmal einen anderen Vorteil durch eine andere Visualisierungsform, die dort dann mit dazukommt. Mhm. Jetzt kommen wir zu den Modaldialogen. Genau. Modaldialoge sind auch so ein klassisches Element, was gern mal in der Softwareentwicklung verwendet wird. Sehen wir in vielen UIs. Bis vor einigen Jahren wurden halt oft Libraries auch für solche Dialoge verwendet, um die eben umzusetzen. Aber mittlerweile hat sich der HTML5-Standard auch weiterentwickelt und wir haben eben das Dialog-Element, was uns eben neben der reinen Visualität eines solchen Modals, auch mit dieser Backdrop-Funktionalität, dass wir einen dunklen Schatten hinten haben, den wir auch noch stylen können, auch noch andere Funktionen bringt, und zwar eine Focus-Trap zum Beispiel. Und eine Focus-Trap ist bei solchen Modalelementen oder auch Menüelementen, also alles, was im Prinzip so Pop-Over-Funktionalitäten sind, die irgendwo drüber liegen, ist eben ganz entscheidend, weil wir wollen, wenn wir so ein Menü aktiv öffnen oder ein Modal aktiv öffnen, dann wollen wir tatsächlich in der Regel hier gefangen sein. Wir wollen nicht, dass wenn wir mit der Tabulator-Taste jetzt klicken, dass wir irgendwo im Hintergrund irgendwelche Navigationselemente erreichen, sondern wir wollen jetzt
konkret eigentlich hier in dem Fall jetzt nur auf den Weiter-Button gehen können, ne? Oder das Modal vielleicht schließen können. Und das soll eben auch mit dem Escape-Key zum Beispiel gehen. Und solche Funktionen bringt eben auch so ein Modaldialog, also so ein nativer Dialog sozusagen direkt mit sich. Genau. Das nächste Beispiel aus der Reihe mal auf die Schnelle sind Aufklapper. Man kann es teilweise auch Akkordeon nennen, wie auch immer man es benennen will. Auch hier gibt es inzwischen standardisierte Elemente mit Details und Summary. Die schöne Erweiterung, was ich vorhin schon sagte, sobald wir sowas in den Standard heben, fangen halt Browserhersteller auch im Endeffekt damit an, dort weiter drüber nachzudenken, dann auch nochmal Erweiterungen mit anzubieten. Sprich, was hier inzwischen passiert ist, ist zum Beispiel, dass man wirklich durch die Suche, wie man es hier sieht, beispielsweise Steuerung F, durch die Browsersuche, wenn man da nach einem Begriff sucht, wird so ein Element halt auch aufgeklappt. Das ist etwas, das man mit JavaScript dann durchaus schwieriger hinbekommt. Und das ist eigentlich einer der Hauptaspekte und ein schönes Beispiel, warum wir einfach sagen, wir wollen dafür werben, diese Standardelemente eben einzusetzen, weil auf denen kann dann Innovation entstehen, auf denen kann dann weiter iteriert werden und das bringt dann ganz, ganz vielen Menschen, unabhängig von den jeweiligen Einschränkungen oder den jeweiligen Tools, dann auch entsprechend etwas. Genau. Ein weiterer Punkt sind die Formularelemente. Da ist es eben ganz entscheidend, dass wir auch bei Input-Elementen zum Beispiel nicht nur einen Placeholder definieren. Das sieht man auch gern mal in Beispielen, dass da ein Placeholder gesetzt ist, der als Beschreibung dienen soll. Das ist aber nicht der Sinn eines Placeholders, ne? Der Placeholder soll wirklich Beispieldaten zum Beispiel anzeigen, die man dort eingeben kann. Aber letztendlich ist es immer wichtig, dass wir zu einem Input-Element auch ein Label haben und die müssen wir dann über die For- und ID-Beziehungen sozusagen miteinander verknüpfen. Das hat eben auch wieder einen Einfluss zum Beispiel auf die User Experience. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Label direkt draufklicke, wird automatisch mein Input-Feld auch fokussiert. Das ist was, was wir aus vielen Anwendungen kennen, aber das müssen wir auch umsetzen, ne? Dafür müssen wir sorgen, dass das eben auch entsprechend funktioniert. Und wir können eben auch noch weitere Hinweise zum Beispiel hinzugeben zu so einem Eingabefeld, eine optionale Beschreibung über eben dann dieses ARIA Describe By Attribut. Genau, das nächste Beispiel haben wir jetzt auch einfach nochmal aus der Reihe mitgebracht. Worum es uns hier einfach mal auf die Schnelle geht, ist dieser Aspekt Autocomplete One-Time Code. Das ist letztendlich eine Funktionalität, die ermöglicht, dass man gerade bei diesen ganzen Authentication-Möglichkeiten, wenn man sich konkret eben einen Code zum Beispiel per SMS zusenden lässt, dass der dann vorausgefüllt werden kann, eine Erweiterung, die dort auch aus dem gedacht vom Hersteller aus dem Bereich Accessibility integriert wurde, uns allen aber im Endeffekt hilft, selbst wenn wir in diesem Bezug keine Einschränkung haben, dass dieser Code eben leichter dann auch ausgefüllt wird bei so einem Formular. Nur mal auch als eines dieser Beispiele aus der Reihe. Ein weiterer Punkt ist auch die Data List, die ist auch noch relativ neu, wird auch sehr selten verwendet, obwohl sie super ist. Damit können wir eben zu einem Input-Element dafür sorgen, dass uns eine Liste von Vorschlägen angezeigt wird. Also alles, was wir so als Type-Ahead kennen, können wir mit der Data List ziemlich gut realisieren und das sorgt eben auch wieder für Barrierefreiheit. Ne? Wir können über die ID für die Data List, die können wir eben mit dem List-Attribut des Eingabefelds verknüpfen und dadurch wird entsprechend automatisch sozusagen beim Aufklappen des Eingabefelds werden mir die Vorschläge angezeigt und ich kann die sogar noch gruppieren über so eine Opt-Group, habe da auch noch weitere Möglichkeiten entsprechend. Genau, dann haben wir nochmal ein Beispiel mitgebracht, auch hier wieder so der Fokus in Richtung Screenreader. Insbesondere wenn wirklich tatsächlich eine Seite relativ dynamisch ist, Inhalte per JavaScript beispielsweise hinzugefügt werden, dann ist es allzu oft so, dass der Screenreader davon nicht unbedingt etwas mitbekommt, gerade wenn es sehr, sehr viele Inhalte sind, wenn wir eine sehr JavaScript-lastige Seite haben, kann es sogar dazu kommen, dass der Screenreader da komplett aussteigt. Den Teil aber mal kurz ausgeklammert. Das, was wirklich relevant ist, ist hier, wenn ich tatsächlich eine Meldung anzeigen will, dann gibt es auch hier wieder genau diese ARIA-Attribute, die auszeichnen können, hier ist etwas passiert, das muss angesagt werden, konkret differenziert in Bezug auf ARIA-Live-Assertive und ARIA-Live-Polite, die im Einzelnen einfach nur aussagen, dass ein Screenreader, der bereits einen Text vorliest, unterbrochen werden soll, weil es eine enorm wichtige Mitteilung ist, die dem Nutzenden dort mitgeteilt werden soll, oder Polite, die dann halt dazu führt, dass es nach einem Textabschnitt dann erst angesagt wird, weil es eine weniger relevante Information ist. Über den nächsten Slide würde ich ein bisschen schneller hinweggehen. Es gibt dort noch weitere Rollen. Ihr kriegt das Material auf jeden Fall zum weiteren Einlesen mit diesem Summary dann im Nachgang.
Genau. Es gibt auch noch diese Rollenattribute, die wir setzen können. Die sind eben auch relevant für andere Eingabeelemente. Zum Beispiel eben der obere Teil, das ist mal ein gestyltes Input-Element eine Checkbox, die eben diese Rolle Switch hat, die damit eben nochmal aussagt, naja, das ist eigentlich eine Checkbox, funktioniert wie eine Checkbox, aber vom Look and Feel sozusagen ist es eher so ein Switch, den ich irgendwie umlege. Genau. Das über Tooltip und Tablist, genau, da haben wir auch keine nativen Elemente und auch da hilft uns dann die Rolle weiter, weil auch die wird konkret eben wirklich dann beispielsweise vorgelesen. Das ist also ein großer Vorteil, dass wir hier neben dem Stack an HTML-Elementen, die wir haben, dann eben diese Erweiterung in Bezug auf ARIA durch diese Rollen entsprechend haben. Dennoch ist ARIA halt nicht immer die Lösung. Und das mal so als letzter Slide, Deep Dive in Richtung HTML und was das Ganze ausmacht. Dennoch ist ARIA nicht immer die Lösung. Wir sollten nicht hingehen und beispielsweise jetzt in unserer gesamten Anwendung nur Div-Text, nur Span-Text nutzen und alles mit URL vollknallen. Weil im Endeffekt ist es halt schon so, es ist wesentlich einfacher, dann wirklich einen Button-Tag zu nutzen. Und was ich vorhin auch gesagt hatte, ist diese Innovationskraft der Browser hat halt auch dazu geführt, dass zum Beispiel zunächst mal ein ARIA-Required-Attribut eingeführt wurde. Das ermöglichte konkret auszusagen, dass ein Element required ist, ein Formularelement required ist. Und dann sind sie innerhalb der W3C hingegangen und haben das dann nochmal überführt in den Hauptstandard und wirklich gesagt, es gibt jetzt dieses Required-Attribut, da liegt nochmal eine Form-Validation drauf. Da können wir dann auch wieder weiter drüber Innovationen aufbauen, die dann zum Beispiel zu einer frontendseitigen Validierung führt. Und das Ganze lässt sich quasi beliebig fortführen. Dass es eben insbesondere dort auch aus diesen einzelnen Attributen dann teilweise schon nochmal weitere Standardattribute entsprechend gibt. Dann die Überleitung zur Architektur. Genau, zur Architektur, da fragen wir uns vielleicht, was hat denn das überhaupt? Also jetzt wissen wir eine ganze Menge Details, aber was müssen wir denn vielleicht schon bei der Architektur unserer Anwendung überhaupt beachten? Und das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, vor allem, wir entscheiden uns fast alle, wir nutzen irgendeine UI-Library. Das kann irgendwie der eigene Standard vom Unternehmen sein, das kann irgendwie ein Framework sein, was sich etabliert hat. Aber wichtig ist, darauf zu prüfen, dass diese Frameworks und diese Libraries, die wir verwenden, gerade im UI-Bezug, also alles, was irgendwie Visualität bringt, dass wir schauen, dass diese Frameworks auch entsprechend barrierefrei sind. Ne, das findet man dann meistens, haben die auch dazu einen extra Abschnitt, wo sie beschreiben, was sie dafür tun, dass sie barrierefrei sind. Das sollte man sich mal ausführlich durchlesen und schauen, ist das denn wirklich barrierefrei? Weil wir haben ein Riesenproblem, wenn wir eine Library verwenden, die komplett nicht barrierefrei ist, dann kriegen wir das Produkt auch nicht mehr wirklich barrierefrei oder es wird ganz schwer für uns. Und das ist eine fundamentale Entscheidung, die wir von Beginn an treffen. Ne? Also unsere UI-Library wird irgendwie zum Anfang entschieden und die zieht sich durch unser komplettes UI. Genau, wir haben jetzt mal speziell da, sind wir dann doch wieder in den Code eingestiegen. Genau, versuchen wir ein bisschen schnell darüber hinwegzugehen. Worum es hier uns besonders dann geht, ist konkret, wenn man jetzt beispielsweise eine gewisse Komponentenarchitektur sich überlegt, dass man dann konkret auch hingeht und die bereits vorgenannten Aspekte schon dort mit beachtet, die dort gegebenenfalls durch eine Wechselwirkung im jeweiligen Einsatz halt eine Auswirkung haben können. Also hier haben wir uns konkret mal so eine Struktur der einzelnen Headlines mitgenommen, dass es halt bedingt, dass man dort eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Und das, was du dazu beschrieben hattest. Genau, und letztendlich, wie können wir das gut umsetzen, diese Flexibilität, wenn wir unsere Komponenten bauen, ist eben die Komponenten möglichst nicht mit festen Headline-Strukturen zum Beispiel zu versehen, gerade wenn die Komponenten in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden. Ne? Also wir können das eben parametrisieren, dass wir entweder sagen können, die Überschriftenebene ist H2, H3, H4 oder wir können einen Slot reingeben. Wir können uns auch Layout-Komponenten zur Hilfe machen, die so den Rahmen quasi vorgeben, damit wir eben dafür sorgen können, dass wir später in der Verwendung sozusagen da keinen Wildwuchs haben. Wollte man das Microfront ins Bashing hier nicht rauslassen? Danny, ein weiter, würde ich sagen. Eine Folie nur dazu zum Thema Microfrontends. Da haben wir eben ein ähnliches Problem oder können ein ähnliches Problem haben, wenn wir Microfrontends haben, die wir zum einen Standalone laufen lassen können oder halt embedded in einen größeren, in einer App-Shell zum Beispiel, dann haben wir auch da das Problem, dass sich zum Beispiel die Hierarchieebenen der Überschriften verschieben können und wir auf einmal irgendwie mit Überschriftenebene 2 starten, statt mit Überschriftenebene 1. Genau. Dann ein letzter Slide, wir kommen gleich zum Testing, aber nochmal so ein letzter Slide, kurzer Exkurs in Richtung Internationalisierung, also auch I18N ist ein Numeronym,
neben A11Y, das wir, glaube ich, gar nicht erklärt hatten, ist ein Numeronym. Das ist das Meme. Da ist ja auch das Meme dazu. Perfekt. Das ist so genial. Memes sind so toll. Ich liebe Memes. Jedenfalls Internationalisierung. Da geht es natürlich eben insbesondere darum, potenziell sprechen wir einen gewissen Umfang an Sprachen, müssen aber vielleicht für eine Erweiterung in andere Märkte dann auch mal weitere Sprachen mit vorsehen. Das heißt, einerseits geht es natürlich darum, das UX-seitig oder in Bezug auf die Gestaltung schon mal mit zu betrachten. Andererseits geht es aber eben auch darum, konkret die Seite entsprechend auszuzeichnen. Also ich sollte die Language meiner Seite, die Sprache meiner Seite einmalig angeben, zum Beispiel eben ganz oben auf dem HTML-Tag, sollte aber auch innerhalb meiner Seite, wenn sich dort nochmal anderssprachige Abschnitte befinden, das nochmal mit einer weiteren Auszeichnung entsprechend ausstatten, hilft einfach tatsächlich Screenreader-Ausgabe, in dem Fall die korrekte Aussprache dann auch zu wählen, nicht, dass das Ganze halt irgendwie dann sehr kryptisch klingt am Ende des Tages. Das als letzter Aspekt des Exkurses zur Architektur. Jetzt zu Q&A und Testing. Genau. Das Thema die nächste Folie will ich machen. Die liebe ich. Das einfachste Tool, das ihr alle direkt vor euch habt, jeder Anwendungsverantwortliche, jeder Entwickler direkt vor sich hat, ist die Tastatur. Probiert einfach mal aus, ob ihr tatsächlich all die Funktionalität, die eure Anwendung ausmacht, auch mit der Tastatur erreichen könnt. Einerseits relevant für motorisch eingeschränkte Mitmenschen, andererseits aber eben auch relevant für Screenreader, weil allzu oft ist etwas, das ich per Tastatur nicht erreichen kann, auch nicht per Screenreader erreichbar. Und das ist relativ niederschwellig. Das kriegt jeder irgendwie hin, durchaus per Tastatur die eigene Anwendung eben entsprechend zu versuchen zu bedienen. Sorry. Was wir aber auch machen können, gerade als EntwicklerInnen, wir können zum Beispiel die Google Chrome Developer Tools nutzen. Bei Firefox gibt es ähnliche Tools. Wir haben jetzt mal die DevTools von Chrome rausgepickt. Das sind mal jetzt so drei Screenshots. Ne? Also wir sehen ganz links zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit, Farbkontraste zu prüfen. Wir sehen das auch so eine kleine Anzeige. Das ist wahrscheinlich jetzt relativ klein. Da sehen wir eine Einschätzung, ob das jetzt Doppel-A oder Triple-A ist. Also welcher Kontrastwert ist sozusagen da vorhanden tatsächlich gegenüber dem Hintergrund. Genau. Und ansonsten haben wir auch die Möglichkeit, uns den Accessibility Tree anzeigen zu lassen. Also in dem Bereich, wo wir auch unsere HTML-Struktur sehen, können wir uns eben auch den Accessibility Tree anzeigen lassen. Das ist der mittlere Screenshot. Dann sehen wir eben, wie ist die Struktur, wie sie zum Beispiel für einen Screenreader letztendlich vorgelesen werden würde. Oder halt Sprachsteuerung dann oder Sprachsteuerung genutzt werden könnte, genau. Und im dritten Bereich ganz rechts sehen wir nochmal das Lighthouse-Tool von Chrome. Da können wir auch ganz einfach so einen Accessibility-Scan mal machen. Im Hintergrund verwendet Lighthouse auch Axe. Und Axe ist halt nochmal ein anderes Tool. Das können wir uns auch separat als Plugin installieren und damit einen Scan unserer Seite machen. Da kriegen wir detaillierte Informationen, wo ist Potenzial zur Verbesserung unserer Barrierefreiheit der Website. Genau. Das heißt, hier wollten wir einfach mal aufzeigen, es ist quasi für jeden was dabei. Der Einstieg mit der Tastatur war relativ trivial. Hier geht es wirklich darum, ein Plugin zu installieren im Browser. Ist auch noch relativ trivial, kriege ich noch irgendwie hin. Und der nächste, also hier kriege ich dann eben auch, es gibt verschiedene Anbieter, aber TCX ist so mehr oder minder der größte Anbieter in dem Bereich oder der relevanteste. Es gibt natürlich dann bis hin zu den Web-Services entsprechende Möglichkeiten, also hier konkret Web-Service im Sinne von einer Website, der alte Ausdruck sozusagen, dass ich konkret eine URL innerhalb einer Web-Anwendung eingebe und dann beispielsweise einen Overall-Score bekomme bis hin zur Automatisierung innerhalb meiner Pipelines. Genau, das können wir eben auch noch machen. Wir können letztendlich dafür sorgen, dass wir innerhalb unserer CI/CD-Pipeline sicherstellen, dass sich der Accessibility-Score nicht verschlechtert, dass wir konkrete Prüfungen machen für wichtige Aspekte unserer Anwendung. Dafür gibt es Tools wie zum Beispiel Pally. Das ist ein Tool, was eben automatisiert zum Beispiel über eine Sitemap rübergeht und letztendlich den Score für jede einzelne Seite berechnet. Das hat so ein bisschen den Nachteil, dass man dann so Verletzungen, die man jetzt im Hauptmenü zum Beispiel findet, dann für jede Seite angezeigt bekommt. Da kriegt man dann viele Verletzungen angezeigt, die oft die gleiche Ursache haben. Aber wir können auch dedizierter testen. Wir können zum Beispiel, es gibt Plugins, auch von Axe in dem Fall, für Playwright, für Cypress, für Selenium etc. Da können wir eben auch, haben wir Möglichkeiten, nochmal dedizierter zu testen. Da können wir auch zum Beispiel einen gewissen Zustand erstmal hervorrufen, also zum Beispiel einen Button klicken, dass ein Modal aufgeht und dann eben einen Test für die Barrierefreiheit machen. Dennoch, was wir immer wieder sagen, also wir haben jetzt relativ viel erzählt, auch über das, also
HTML-Semantik, wir haben erzählt über Testing. Das Allerwichtigste ist am Ende des Tages mal tatsächlich, sich wirklich Testgruppen ranzuholen, Testgruppen zu rekrutieren, wirklich mit Menschen, die diese jeweiligen Tools tatsächlich tagtäglich nutzen, auch das Ganze durchzugehen. Denn alles, was wir hier machen, ist Theorie und es ist relativ wichtig, eben das wirklich mit Menschen, die einen Screenreader, die Sprachsteuerung nutzen, die weitere assistive Technologien nutzen, das konkret mit Menschen eben entsprechend durchzutesten, weil da kriegt man wirklich direktes Feedback. Und der Rest ist erstmal Theorie, das können wir in unseren Anwendungen vorsehen, aber das ist wirklich mit wichtig, dort eben entsprechend die Vertestung vorzunehmen. Vielleicht noch ein Aspekt, es ist halt vor allem wichtig, dass wir uns als EntwicklerInnen bewusst sind, wir müssen das Thema Barrierefreiheit umsetzen, wir sollten daran täglich auch denken, wenn wir Dinge umsetzen, auch wenn sie nicht explizit vielleicht in irgendeiner User-Story stehen, es ist wichtig, dass wir das mit umsetzen und es ist auch wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unsere Product Owner und so weiter dafür sensibilisiert werden, dass dieses Thema wichtig ist, dass wir auch Regulatorien unterliegen. Und es wird halt tatsächlich ganz, ganz teuer, wenn wir ein Produkt entwickeln, was nicht barrierefrei ist und wir das hinterher barrierefrei machen müssen. Das ist ein Riesenaufwand, das ist viel, viel mehr Aufwand, als wenn wir gleich von vornherein auf die Standards setzen, semantisches HTML nutzen und dafür sorgen, dass unsere Anwendung barrierefrei oder möglichst barrierearm ist. Ja. Da hinten ist eine Frage. Frage, genau. Genau, die Frage war, ob wir das jetzt quasi neben der technischen Umsetzung auch bereits im Bereich Konzeption, also UX-Konzeption, UX-Gestaltung, dort auch schon mit einfließen lassen. Um da jetzt quasi für die DB zu sprechen, oder für die DB würden wir jetzt ja in dem Fall sprechen, wir haben zwei Teams, die sich alleinig nur um den Aspekt Awareness, Bewusstsein, Vertestung kümmern, die wirklich innerhalb der Organisation sehr, sehr viele Workshops machen, die sich darum kümmern, wirklich, dass das Thema weitergetrieben wird. Es sind dennoch alleine jetzt, es wurde zuletzt mal exploriert, bei der Deutschen Bahn irgendwie 1500 Anwendungen, die alleine direkt Public-Facing sind, die direkt wirklich Endanwender jeweils oder Endanwenderinnen oder Endanwender bedingen. Wir versuchen, oder ich glaube, der Haupthebel ist wirklich dieses Bewusstsein. Das ist erstmal so der Hauptaspekt. Ob das jetzt in jedem Produkt so passiert, kann ich nicht direkt sagen, aber spätestens mit der technischen Implementierung vertesten wir es dann auf jeden Fall und haben es dann zumindest dort mit dabei. Und für uns ist so dieser Schlüssel eben wirklich dieser Bewusstseinsaspekt, dass inklusive der Onboardings, also wir könnten jetzt, glaube ich, fast einen eigenen Vortrag machen, was da so die einzelnen Aspekte sind, aber eben insbesondere, wenn wirklich neue Mitarbeitende anfangen, dann gibt es dabei jetzt im Onboarding so das Thema nochmal als Hinweis und eben, also nicht nur Hinweis, sondern wirklich einen einstündigen Vortrag zu dem Thema und das ist zumindest das, was wir in Teilen dazu machen. Hat das die Frage beantwortet oder soll ich da nochmal in irgendwas tiefer einsteigen oder im Zweifel ansonsten im Nachgang nochmal gerne sprechen? Sehr gerne, bitte. Vielen Dank, genau. Gibt es sonst noch Fragen aus der Runde? Achso, sorry, wir haben. Ja, das ist eigentlich alles gut. Genau. Ja, bitte. Ja. Achso, alles gerecht? Oder wir kommen zu beiden Fragen. Genau. Bitte, ja. Einigt euch. Genau, die Frage war speziell in Bezug auf deaktivierte Formularelemente, die potenziell von Screener-Nutzenden gar nicht wahrgenommen werden können, die auch nicht fokussierbar sind, die nicht Tastatur erreichbar sind. Würde ein Screener-Nutzer diese tatsächlich nicht mitbekommen? Ich kann es tatsächlich spontan gar nicht sagen. Ich habe vertestet tatsächlich relativ viel mit einem Kollegen, der tagtäglich einen Screenreader anwendet. Ich weiß die Antwort nicht ganz sicher darauf. Also ich meine zu erinnern, dass es kein Problem darstellt. Ich weiß aber gerade nicht, warum. Deswegen, es gibt nochmal, also ist ja auch wieder speziell die Gruppe der Screenreader im Endeffekt Nutzenden.
es gibt dort auch nochmal, es gibt nicht das einheitliche Navigationsverfahren im Endeffekt. Es gibt einerseits so die Navigation über den Accessibility DOM, es gibt aber eben auch, also wirklich über Tastatursteuerung mit Tab, es gibt aber eben auch nochmal ein anderes Anwendungsszenario, wo tatsächlich über die Pfeiltasten gesteuert wird. Ich kann es in dem konkreten Fall leider gerade nicht ganz sicher sagen, inwiefern das angesprungen werden kann und dann halt erst deaktiviert eben entsprechend ausgezeichnet wird. Ich weiß es in dem Fall nicht. Der Vorteil, den wir, oder wir sollten selbst jetzt keinen anderen, ich würde erstmal dafür werben wollen, dass wir quasi keinen anderen eigenen Hack einbringen, sondern dass wir sagen, wir wenden erstmal den HTML-Standard an und wenn wir das tun, haben wir alle Semantik hinterlegt, um zu sagen, dass es ein, es gibt ja da auch nochmal zwei Stati, es gibt ja im Endeffekt Disabled und Read-Only. Wir wenden das an, was wir in der UX-Konzeption, in der Informationsarchitektur dafür vorsehen oder auch in der Gestaltung dafür vorsehen und dann sollte es bestmöglich derartig auch vom Screen wieder ausgegeben werden. Nur nach wie vor, ich wiederhole mich, ich kann es da nicht ganz sicher sagen, leider gerade. Außer, nee. Oder jemand anders im Raum, aber ich befürchte im Chat auch gerade keiner. Ich weiß es in dem Fall leider nicht. Wir machen ein Follow-up dazu nochmal. Genau. Da hinten war noch eine Frage, genau. Eine exzellente Frage auch, genau. Die Frage war, Screenreader, wie kann man damit eigene Erfahrungen sammeln, wenn man das tatsächlich einfach nicht tagtäglich anwendet? Haben wir jetzt im Moment gerade nicht direkt einen Link dazu? Ich habe aber kürzlich jetzt mal irgendwie was, also direkt zur Verfügung stellen könnte ich es oder auch, ich weiß nicht, ob wir im Nachgang noch Kommunikationsmöglichkeiten haben. Wir können es einfach in die Präsentation nochmal mit einbauen. Da ist mir kürzlich ein Link aufgefallen, der einfach aufzeigt, wie kann man konkret Screenreader benutzen. Das ist mit VoiceOver auf iOS zum Beispiel relativ leicht. Das habe ich da relativ leicht aktivierbar auf meinem iOS-Gerät, auch. Auf dem Smartphone oder auch auf dem Rechner. Bei Windows ist es halt mit JAWS und mit NVDA so, dass es teilweise bezahlbar zu bezahlende Software ist. Das heißt, da ist es ein bisschen komplizierter, aber gerade so iOS-Apple-Geräte, da ist es relativ leicht im Einstieg. Und die zweite Sache, die ich da eben auch von einem Kollegen so mitbekomme, der dort auch in dem Netzwerk relativ stark drin ist, dass er sagt, gerade bei mobilen Geräten ist eben iOS, ist Apple auch das favorisierte Gerät. Das heißt, das wäre wahrscheinlich ohnehin, zumindest in Bezug auf mobile Geräte, ohnehin so das wichtige Testgerät jetzt gegenüber Android, die da noch nicht so weit sind, sagen wir mal, in der Unterstützung. Genau. Ich glaube, da hinten war... Ja. Genau, also ich selbst verteste tatsächlich dann in der Regel mit VoiceOver beispielsweise, der Kollege dann halt wirklich aus eigener Anwendung mit JAWS und NVDA. Deswegen, es gibt dann auf jeden Fall, oder um kurz zu wiederholen, was jetzt hier gerade in der Audience noch aufkam, es gibt gewisse Plugins, es gibt bei Mozilla beispielsweise die eingebaute Möglichkeit, die auch sehr, sehr gute Developer-Tools in der Richtung haben, auch zum Vertesten, die Möglichkeit eben für genau diesen Einblick. Ich denke, das war die grundlegende Frage, wie kann man tatsächlich dort eben mal eigenes Bewusstsein erweitern, dadurch, dass man konkret das Ganze mal anwendet, dass man eben auch dort einen Einblick bekommt, wie sich das anfühlt, sage ich jetzt mal am weitesten genau. Wir hatten jetzt, genau, hier noch eine Frage. Diese Overlay... Geht's da, muss ich kurz eine Rückfrage, geht es da um diese Overlay-Tools, dass man tatsächlich in der Website so einen mhm. Ja. Exzellente Frage. Gibt es auch gerade eine aktuelle Bewertung? Also ich wiederhole erstmal ganz kurz die Frage, was ist denn so mit Hilfnissen auf den Webseiten, dass man früher kannte man das teilweise mit, erweitere ich mal gerade ganz kurz, dass man den Text vergrößern konnte mit einzelnen Buttons. Hier ging es konkret um die Vorlesefunktionalität. Es gibt dazu einen gesamten Oberbegriff namens Overlay Tools. Da gibt es tatsächlich Anbieter da draußen, die das teilweise, die teilweise vorhaben, das für jede Website einzeln anzubieten. Jeder einzelne Website-Owner müsste das für sich dann entsprechend in die Website integrieren. Das ist natürlich ein schönes Geschäft. Es gibt aber eben dazu natürlich den Gegenpol. Das gehört eigentlich in den Browser. Das sind alles Funktionalitäten, die ich entweder im Browser benötige, weil ich es für alle Webseiten brauche, wenn ich eine Einschränkung habe. Das hilft mir nichts, wenn das auf einer Website passiert. Oder ich habe in der Tat schon meine Tools, wie jetzt NVDA, VoiceOver, JAWS beispielsweise. Das heißt, das in eine Website zu integrieren, ist etwas,
gegen das sich tatsächlich die Expertinnen und Experten, auch die Nutzergruppen, eine größere Erklärung dazu geschrieben haben und wirklich gesagt haben, lasst uns damit aufhören, das macht einfach keinen Sinn, lasst uns in die Browser das entsprechend integrieren. Overlay Tools ist dort das Stichwort und da gibt es eine größere von der IAAP und auch BIK, BITV eine größere Erklärung quasi dazu. Genau, das mag in die Richtung gehen, was da jetzt das Konkrete bei Ihnen das... Genau, ich würde eher das Gegenteil sehen. Also die Frage ging jetzt nochmal in Richtung genau dieser Funktionalität, die ich am Anfang schon benannt habe, ob gefordert wäre, die zu integrieren. Ich würde per se erstmal genau das Gegenteil empfehlen. Integriert werden muss es nicht, sicherlich auch nicht durch den Gesetzgeber. Es sollte im Browser einfach durch die bestehenden Tools bereits ermöglicht sein und bestmöglich ermöglicht sein. Und da gehört es auch architektonisch aus meiner Sicht erstmal hin, sagen wir mal, und nicht in die Hände jetzt von Anbietern, die damit verdienen. Nicht zitierfähig, aber wir sind ja hier auch nicht öffentlich. Deswegen, genau. Jetzt hat man hier noch eine Frage gerade. Super spannendes Thema. Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt, genau. Verschiedene Zoom-Stufen sollten immer unterstützt werden. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir auch in unseren Metainformationen vom Dokument die so gestalten, dass wir zoomen können. Ne? Also es gibt halt auch manchmal Webseiten, findet man gern mal, da drückt man Steuerung plus, dann sieht man vielleicht so einen ganz kurzen Zoom und dann springt es wieder zurück, weil da quasi aktiv dagegen gearbeitet wurde. Das sollte man nicht tun, sondern tatsächlich immer schauen, dass man gewisse Zoom-Stufen unterstützt. Es ist natürlich auch ein bisschen dann eine Frage sozusagen, was habe ich für eine Anwendung, was habe ich für Nutzendengruppe, muss ich dann vielleicht auch mein Layout sogar anders gestalten, ab einer gewissen Zoom-Stufe, weil manchmal macht es einfach keinen Sinn, alles ran zu zoomen. Dann wird es an einigen Stellen knapp und eng, wenn ich dann noch eine Sidebar habe oder so, dann muss ich gegebenenfalls auch wirklich tatsächlich die Struktur ab einer gewissen Stufe umbauen oder ab einer gewissen Viewport-Größe eben dann. Also da ist auch so das Stichwort Responsive Design eben auch entscheidend, auch da schon im Design zu berücksichtigen, eben verschiedene Geräte zu unterstützen. Genau, wir sind jetzt zwar schon bei 18 Uhr, aber ich rede einfach ganz schnell, weil ich will da noch ein paar Sachen ganz schnell unterbringen gerade. Eine andere Problematik wäre in der Tat Font-Sizes, die in Pixel definiert sind. Auch da kann der Browser dann teilweise einfach nicht überschreiben. Also ich habe allgemeine globale Einstellungsmöglichkeiten im Browser. Jetzt neben dieser Zoom-Funktionalität über Steuerung oder Command Plus kann ich tatsächlich für alle Webseiten beispielsweise eine größere Schriftgröße einstellen. Das ist dann auch nicht mehr möglich, eine weitere Fehlerquelle. Und ich wollte kurz eine Statistik zitieren, die ich nicht genau zitieren kann von den Zahlen her, aber es ist kürzlich in den Niederlanden eine Statistik rausgekommen, die besagte, dass ein nicht irrelevanter Teil von Nutzenden tatsächlich genau diese Zoom-Stufen in den Browsern einstellen. Das muss irgendwie von einem der Browserhersteller gekommen sein, die dann wirklich sagten, 40, 50, 60, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl war, aber sie war einfach nicht irgendwie bei 5 oder 10%. Das ist nichts, wo man sagen könnte, da schließen wir jetzt irgendwie eine Zielgruppe aus, sondern sie war mächtig. Und das hat mich auch nochmal, das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist ein relevanter Aspekt. Die WCAG sagt dazu, als Vertestung bis zu 400% halt entsprechend diesen Zoom vollziehen. Das ist dann schon sehr, sehr groß, aber selbst 120 ist dann quasi bei vielen Menschen eben durchaus bereits aktiviert über die normalen, regulären 100%. Das als schnelle Effekt nochmal mit dazu. Sehr gerne. Wir hatten, hinten noch eine Frage. Das Vorlesen von Telefonnummern und Postleitzahlen, das ist immer eine Frage. Ja. Oder zum Beispiel ist hier bei Antworten oder Vorlesen. Ja. Ja. Es kann auch passieren, wenn man das Problem wieder, dass das tatsächlich vor ist. Ja. Habt ihr sowas mal irgendwie gelöst? Ich habe das nicht geguckt, da überhaupt keine Zufriedenstellen an. Genau, die Frage war jetzt konkret hinsichtlich spezifischer Datenformate, in dem Fall jetzt beispielsweise eine Postleitzahl oder eine Telefonnummer. Wie kann man dort sicherstellen, dass die quasi korrekt vorgelesen wird und jetzt im Fall von der Telefonnummer nicht als Milliardennummer oder im Fall der Postleitzahl jetzt nicht als 20.000, was auch immer. Ich kann es tatsächlich... Wir hatten kürzlich eine Vertestung, ich weiß nicht mehr, was unsere Empfehlung war leider. Also man kann sicherlich über das ARIA-Label dort eine Menge machen. Wir haben dann teilweise darüber gesprochen, dass man beispielsweise Leerzeichen dazwischen einsetzt. Man müsste es aber wirklich nochmal genau vertesten. Also das ist so eine Sache, da wird vielleicht das Leerzeichen vorgelesen oder es wird eine Pause gemacht. Also
hätte ich spontan keine Antwort. Ich rede aber gerne und viel, deswegen, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst. Alles gut. Müsste man wirklich nochmal gegen die Screenreader vertesten, was da eine konkrete Empfehlung ist. Ich wüsste es im Moment spontan erstmal nicht direkt. Nee, ich auch nicht. Du hast auch nichts. Es ist deswegen. Stimmt. Ja. 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 Wir sind halt im Zweifel auch wieder so in Richtung Hack. Teile unserer Präsentation ging ja auch darum, wirklich, dass man sagt, man zeichnet Daten nach ihrer Semantik aus. Jetzt haben wir halt einfach bei einer Telefonnummer, das ist irgendwie ein abstraktes Element, das hat man wahrscheinlich in einem Hyperlink-Tag drin. Ich könnte es spontan in dem Fall nicht sagen. Wir hatten es wirklich kürzlich, ich erinnere mich aber nicht mehr an unsere Empfehlung. Genau, Leerzeichen machen dort keinen Sinn. Oder kurz wiederholt, Leerzeichen für den Stream, Leerzeichen können dann bei ich kann es selbst nicht ganz aussprechen, Braille-Tastatur dann konkret ein Problem ausmachen. Ich wüsste es im Moment nicht leider. Also konkret da, ich würde gerne mal testen, ob das im Adress, also es gibt ja das Adresselement, ob das dann vielleicht einen Unterschied macht. Das sind so Dinge, vielleicht, die müsste man mal ausprobieren. Vielleicht, ja. Ich kann es ja aber auch gerade nicht sagen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass manche Screenreader da entsprechend anders reagieren. Manche assistiven Technologien, aber ich glaube, das ist dann auch teilweise produktabhängig. Genau, und dann halt wirklich, wenn man eine Lösung, also das Einzige, was wir vielleicht dazu sagen können, wenn man eine Lösung gefunden hat, dann wirklich, da haben sie ja jetzt quasi weitere Use Cases aufgemacht, dass man dann sich wirklich anguckt, funktioniert die eben auch mit Screenreader, mit anderen assistiven Technologien, genau. Ja. Noch eine Frage, ja. Ja. Genau, die Anmerkung oder dann auch gipfelnd in der Frage war jetzt quasi, dass die Screener sich teilweise unterschiedlich verhalten, also jetzt gerade NVDA, JAWS, alleine, also da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die sich unterschiedlich verhalten, Windows Narrator hat sie jetzt mit genannt. Wie gehen wir da quasi vor? Ich denke, der erste Schritt ist quasi tatsächlich durchaus zu sagen, man macht erstmal so seinen Job, den man unmittelbar macht, dass man tatsächlich genau diese ganzen Aspekte von Semantik oder vieles von dem, was wir heute vorgestellt haben, dass man eben das entsprechend erstmal einpflegt und dann gilt es halt, leider eben schon auch zu testen. Es ist, wie wir früher halt einen 5-6 Browser im Endeffekt hatten, die haben sich jetzt inzwischen so ein bisschen konsolidiert, dann gilt es halt schon auch mit den Screenreadern zu testen. Es gibt auch in Richtung Screenreader nochmal weitere Automatisierungsmöglichkeiten. Auch hier hatten wir jetzt im Moment gerade kein Beispiel unmittelbar in der Präsentation mitgebracht, dass auch dort die Vertestung, dass auch dort die Ausgabe weiter nochmal automatisierbar auslesbar ist und dann eben entsprechend vertestet werden kann. Aber dennoch, am Ende des Tages geht es darum, das wirklich mit Menschen, die das anwenden, zu vertesten oder mindestens halt wirklich die Software anzuschmeißen und sich eben ausgeben zu lassen, wie wird es jetzt konkret ausgegeben. Und ja, es gibt diese Unterschiede leider. Das hängt teilweise mit den Programmen zusammen, die sind dann mehr oder weniger gefundet. Dann hat man tatsächlich eben auch wirklich mehr Nährung an dem HTML-Standard beispielsweise. Da gibt es tatsächlich diese Unterschiede. Ja. Also den Aspekt selbst teile ich und das führt sicherlich in der Hauptsache zur Vertestung, die man dann detailliert durchführen muss. Genau. Dann vielen Dank. Vielen Dank für den Moment. Genau, keine Fragen mehr aus dem Raum. Wir haben im Chat jetzt auch keine weiteren Fragen. Wir hatten zwischendurch die Anmerkung, dass irgendwie eine Frage, wie ich wiederholt habe. Das tut mir sehr leid. Da war zumindest dann die Antwort da. Genau. Deswegen aber, genau. Vielen Dank. Wir stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung und würden auch gerne nochmal weiter darüber diskutieren. Genau.